Einer der deutschen Produzenten, hat mit fast allen Größen der Branche schon gearbeitet, mit den Scorpions, mit der Kelly Family, John Lord von Deep Purple, viele Charterfolge produziert und nun endlich auch mal wieder Zeit gehabt, ein eigenes Album rauszubringen. Matthias Kraus von Timelock Music. Ob der Alltag eines erfolgreichen Musikproduzenten auch immer Gold und Platin ist, was ihm Kraft gibt in bewegten Zeiten und welche kostbaren Tipps er für seinen Weg bekommen hat, das verrät er uns jetzt. Jetzt sag doch mal, als Produzent über 200 CD-Produktionen mit den bekanntesten Namen in der Branche, erfolgreiche Musikproduktion für Unternehmen, für Film, für Fernsehen und jetzt aber ein paar Auskopplungen schon auf dem Markt von deinem eigenen neuen Album, was jetzt am 25. Dezember kommt. Endlich hast du lange liegen lassen, deine eigenen Sachen. Bei Künstlern sagt man doch immer, Produkte sind dann so ein bisschen wie Babys, die man dann auch loslassen und die Welt lassen muss. Wie geht's dir denn da jetzt gerade bei der Geburt dieses Babys? Also es ist ein total spannender Prozess. Ne? Es ist erstmal die erste Improvising Silence-Platte, habe ich vor sehr, sehr langer Zeit gemacht und es war eigentlich eine Art Nebenprodukt. Ich war mit einer großen Band, mit der Kelly Family damals, in einem Studio in Südfrankreich. Das war 2000. Da stand ein wunderbarer Flügel, an dem ich abends, wenn wir fertig waren, immer mal so ein bisschen für mich noch geklimpert habe und gespielt habe und Ideen entwickelt habe, weil es einfach so ein tolles Instrument war. Und da ist eigentlich die erste Platte entstanden. Das war überhaupt nicht geplant. Ich habe an irgendeiner Nacht habe ich mal die Aufnahme laufen lassen und habe einfach für mich selber 2-3 Stunden Klavier gespielt, improvisiert, Improvising Silence. Und habe mir das zu Hause nach Wochen erst angehört und gemerkt, oh, das ist ja schön. Das kann man ja vielleicht sogar veröffentlichen. Und jetzt, dank Corona mehr oder weniger, ist vieles weggebrochen dieses Jahr. Also wir haben alle Tourneen, alle Live-Auftritte sind abgesagt worden und plötzlich stehst du da Mitte März und hast Zeit. Der Kalender, der eigentlich voll ist, ist jetzt leer und dann dachte ich, toll, das ist ein Zeichen. Ich muss mich jetzt sofort ins Studio setzen, an mein Klavier setzen und endlich mal das machen, was ich schon lange machen will, nämlich meine eigene Musik wieder aufleben lassen. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass mir das selber sehr, sehr gut tut. Das ist ja auch ein toller Prozess, wenn man sich mit solcher Musik beschäftigt und quasi sich neu definiert und nochmal schaut, was bin ich in der Lage, überhaupt Neues zu entwickeln, für mich selber auch, was finde ich selber interessant. Und ja, die Zeiten haben sich ja jetzt nicht wirklich verbessert für Künstler, das heißt, alle Auftritte sind nach wie vor abgesagt, das heißt, es gibt immer noch ein bisschen Zusatzzeit, die sonst nicht wäre. Und bin dann weiter dran geblieben, habe jetzt schon 15 neue Stücke wieder aufgenommen für die neue Platte und am 25. pünktlich zu Weihnachten quasi kommt dann das dritte Album. Also ich muss wirklich sagen, dass ich es sehr liebe, weil als ich es gehört habe, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich aus diesem Alltag rauskomme, dass ich auch irgendwie wieder bei mir ankomme. Und du hast es jetzt von dir auch kurz angesprochen. Du liebst das Improvisieren. Beschreib nochmal genauer, was macht das mit dir? Also ich komme natürlich auch von dieser Art der Musik. Ich habe früher viel mit Bands gespielt. Wir haben viel, sag mal so Jazz-ähnliche Geschichten gemacht, wo man nicht viel festlegt. Man hat 1-2 Themen, die man zusammen übt. Und dann hat man viel Freiraum für Improvisation. Das heißt, man versucht einfach, dieses Thema aufzugreifen und danach überlässt man es quasi dem guten Glück, dass was Schönes dabei rauskommt. So, und das ist ein toller Prozess, weil das ist super spannend. Ich werde öfter gefragt, wie machst du das? Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich versuche mich halt zu öffnen in diesen Momenten, wenn ich die Sachen spiele und bin auch der Meinung, dass das nicht alles von mir kommt, sondern dass ich auf irgendeine Art und Weise eben an dem richtigen Ort sitze und durch mich Sachen hindurchfließen. Mhm. Und manchmal habe ich Glück und es kommt was Wunderschönes bei raus. Und sag mal, gelingt dir das ansonsten übertragen aufs Leben auch gut, dass du dann einfach mal den Dingen seinen Lauf lässt und dich mal drauf einlässt? Also ich habe schon immer, seit ich sehr klein bin, schon immer so eine Stimme in mir, die mir sagt, du kannst vertrauen und du kannst auch davon ausgehen, dass alles gut wird. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was mich auch antreibt. Es gab bestimmt immer wieder mal Situationen, wo ich dachte,
oh, wie geht es da jetzt weiter? Wird das alles? Und wenn der Kopf anfängt, dann zu analysieren und zu sagen, komm mal, das musst du so machen oder das muss doch so sein oder nee, man muss dann einfach auch mal auf sein Herz hören und die Sache mal ein bisschen laufen lassen. Das ist aber toll. Wo kommt denn das her? Wurdest du so erzogen oder hast du auch zum Beispiel einen Glauben an Gott oder andere Dinge, die dich da stärken? Ja, also mit Sicherheit, ich würde das vielleicht ein bisschen pauschaler halten. Ich würde nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form religiös bin. Ich würde aber schon sagen, dass ich Zeit meines Lebens auf einer spirituellen Suche bin und mich da auch mit vielen Dingen beschäftigt habe und auch merke, dass es etwas gibt, eine übergeordnete Kraft, die für uns da ist oder die uns hilft, die uns in Notsituationen auch mal einen Rat gibt oder und will jetzt gar nicht zu religiös, spirituell werden. Das ist, glaube ich, einfach ein gewisses Grundvertrauen in das Universum, dass es gute Dinge gibt. Mir ist natürlich auch sehr viel Schönes passiert in meinem Leben. Weiß nicht, ob es daran liegt oder, ne, ich kann auch verstehen, es gibt viele Menschen, die, sagen wir mal, große Schicksalsschläge wegstecken müssen, dass die da ein bisschen anders drüber denken. Aber trotzdem glaube ich, dass man, wenn man morgens aufwacht und den Tag schon mal begrüßt mit könnte schön werden heute, dann ist das ein Unterschied, ob ich morgens aufstehe und denke, boah, es ist alles mies, es ist alles schlecht, das Wetter ist doof. Es kann trotzdem schön sein, ne? Man kann trotzdem aus jedem Moment was Tolles machen. Das ist die Frage der Einstellung, ne? Und ich habe so, nochmal zu deinem Album zu gehen, was jetzt erscheint. Ich habe da so damit verbunden, so ein Stück Seelenfrieden. War das auch so eine Motivation, unbewusst oder bewusst in gerade dieser Zeit, die echt verrückt ist, also zwischen Trump, Corona, Klima, Demokratiefragen, da auch sowas rüberzureichen an die Leute? Es ist schön, wenn es so ankommt. Generell kann ich natürlich mit meiner Pianomusik wenig politischen Einfluss auf Situationen auswirken. Ich versuche für mich selber dieses friedliche, dieses ruhige und auch entspannte Klima herzustellen. Und ich hoffe natürlich, dass es sich überträgt auf andere Menschen. Und die Reaktionen, die ich bis jetzt bekommen habe, sind eigentlich generell sehr, sehr positiv. Also viele Menschen nehmen das einfach, wenn sie mal sonntags zu Hause sind, dann legen sie meine Musik auf und machen sich einen schönen Nachmittag, kommen ein bisschen runter oder haben einen stressigen Tag gehabt auf der Arbeit, kommen abends nach Hause und hören einfach mal zwei, drei Songs und schreiben mir dann, hey, super, ich bin jetzt nach zwei, drei Liedern schon so entspannt. So, also gestern hatte ich eine tolle Meldung bekommen. Ich habe mich beworben für eine Playliste für Spotify und die Kuratorin hat mir gestern Abend geschrieben, als die ersten drei Töne liefen, hat mein kleines Hundebaby sofort die Augen zugemacht und sich wunderbar an mich gekuschelt. Und da dachte ich, das ist ein gutes Zeichen, das ist auf jeden Fall ein sehr relaxter Song. Und Sehr ich cool. werde ihn aufnehmen in meine, sie hatten so eine relaxed Piano Spotify Playlist und ja, hat Also, geklappt. der Hund hat dir gleich mit Glück gebracht, ganz genau. Ja, genau. Ihr seid ja auch manchmal unterwegs, also mit deiner Band, Häuserband, und ich habe da mal einen tollen Spruch gelesen von euch, dass ihr auch die Musik, speziell die Rockmusik, auch als guten Kumpel bezeichnet, der durchaus trösten kann und Kraft geben kann. Und so ist das wahrscheinlich gemeint, ne? Also, dass Musik Ja. einfach ein bisschen stärken kann. Musik hilft immer. Ich glaube, ohne Musik wär's doch, also erstmal wäre es sehr still und zweitens, wir verbinden mit Musik natürlich auch immer Emotionen. Wir haben viele Sachen erlebt, wo mal ein Song lief, wo wir bestimmte Lebensphasen durchgemacht haben, wo uns bestimmte Musik begleitet hat. Oder jeder kennt das selber, jeder ist auf einem Konzert schon mal gewesen oder ich hoffe es zumindest, dass viele das auch nach wie vor, wenn es dann wieder losgeht, auch wieder tun. Und haben einfach einen tollen Moment verbracht, haben irgendwas Spezielles, Magisches erlebt, waren da mit einem guten Freund oder mit einer Freundin oder mit anderen Leuten, die sie gerne mögen und haben ein tolles Erlebnis geteilt. Und das ist das, was Musik einfach möglich macht, ne? Musik versetzt uns, wenn wir sie hören, auch Jahre später wieder zurück in den Zustand, an den wir uns erinnern. Das ist irgendwie gespeichert und wir merken plötzlich, ach guck mal, das ist doch der Song, den haben wir damals. Da ist das und das passiert. Ach, das war eine tolle Zeit oder ein tolles Konzert oder ein toller Moment. Und ich glaube, das ist das, was uns Kraft gibt und was uns auch diese Freude einfach an der Musik gibt. Ähnlich wie Düfte auch, ne? So was Sinnliches, wo wir Genau. sofort eine Ja. Verbindung haben dazu. Ja. Nun sind ja bestimmt ganz, ganz viele Menschen immer neugierig auf die Arbeit eines Produzenten. Beschreib doch mal, also ich meine, die Liste ist lang, die müsste ich jetzt echt vorlesen. Andrea Berg, Kelly Family, Angelo Kelly, du hast gesagt, Irish Heart, was auch in den Charts war, das Album, was du gemacht hast. Toni Christi, Frida von ABBA, John Lord von Deep Purple, mit dem hast du schon gespielt. Was musst du denn da so als Produzent können, um mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten zu arbeiten und so unterschiedlichen Stilen?
Ja, du musst natürlich schon sehr, sehr flexibel sein. Also ich habe ja nicht mit allen Leuten, die auf meiner Liste stehen, als Produzent gearbeitet. Bei vielen war ich mal Musiker, mal Musical Director, mal habe ich in meinem Studio Sachen aufgenommen für die, mal habe ich für die geschrieben oder mal habe ich auch Sachen produziert für die. Das Produzieren ist eigentlich ein Prozess, der sich jetzt in den letzten vielleicht 5 bis 10 Jahren doch nochmal deutlich verändert hat, weil ich glaube, je älter man wird, desto einfacher wird es auch, sich auf diese neuen Prozesse einzustellen. Und du musst eben, also mir geht es als Produzent nie darum, den Künstler komplett zu verdrehen und dass alle das machen, was ich sage, sondern ich versuche immer aufzunehmen, was macht der Künstler, was macht ihn aus, was sind seine Stärken. Und die versuche ich dann zu unterstützen, eben indem ich helfe, musikalisch helfe oder auch mal mit dem Rat zur Seite stehe oder Motivation ausübe im Studioprozess. Manchmal kommt man ja auch in eine Situation, wo man denkt, ah, der Song, der will irgendwie nicht so richtig, der entwickelt sich nicht so wie die anderen Songs. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger. Und da bist du als Produzent halt gefragt, du musst ein bisschen die einzelnen Musiker auch anregen, spielt doch mal so, mach doch mal hier, versuch mal das so aufzufassen. Oder vielleicht lass uns den Song mal ein bisschen anders arrangieren, lass uns die Struktur mal verändern, vielleicht kriegen wir dadurch ein besseres Ergebnis. Das ist sehr vielschichtig. Am Ende sind das Menschen, die miteinander arbeiten. Das ist eigentlich auch das, was ich immer sehr, sehr schön finde. Ich habe viel mit Bands zu tun, also auch mit wirklich Musikern im Studio. Wir fahren auch gerne mal, gerade mit Angelo Kelly, sind wir die letzten Jahre mit der großen Band weit weg nach Irland, am Ende von Irland, wirklich im Niemandsland, in ein großes Studio gefahren, haben uns da für Wochen einquartiert und haben einfach Dinge zusammen auch erlebt, ne? Also haben die Abende zusammen verbracht, waren zusammen im Irish Pub abends und haben, keine Ahnung, sind spazieren gegangen, haben wirklich uns kennengelernt und sind zusammengewachsen. Und das sind Momente, das spürst du, wenn dann plötzlich zusammen Musik gemacht wird, spürst du, da sind Menschen, die sich mögen, die sich vertrauen, die sich auch schon kennen. Ja. Und das wird immer besser. Je mehr man zusammen macht, desto einfacher wird es am Ende, zusammen Musik zu machen. Und das ist eigentlich da, wo der Produzent vielleicht auch mal sagt, okay, komm, packt eure Sachen ein, wir fahren mal zusammen irgendwo hin, quartieren uns da ein und haben eine gute Zeit. Und das Ergebnis der guten Zeit wird am Ende gute Musik sein. Das stelle ich mir aber trotzdem sehr zweischneidig vor. Also das sind eigentlich im Grunde zwei Welten, in denen du dich da persönlich auch bewegst, ne? Also die eine, so eine stille Studioarbeit, wenn du deine eigenen Improvisationen machst oder vielleicht was schreibst, da braucht man auch wirklich Stille und Abgegrenztheit, auch mal so eine positive Einsamkeit. Und dann stehst du da auch wieder gemeinsam als Musiker mit anderen Kollegen vor zehntausenden Leuten in der Waldbühne oder Lorelei. Sind das Ja, dann so auch super. quasi zwei, wollte ich gerade sagen, sind das zwei Anteile einfach deiner Persönlichkeit, die du da einfach super ausleben kannst? Man braucht beides, ne? Ja, also es ist schon so, dass ich das eine immer vermisse, wenn das andere nicht da ist. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt 3, 4 Wochen im Studio sitze, dann denke ich mir immer, ach, es wäre schon schön, jetzt mal wieder auf einer Bühne zu stehen. Wenn ich dann aber eine Tournee spiele und dann 30 Konzerte im Bus jeden Tag, man muss auch jeden Tag viel reisen. Das ist alles toll, das ist wirklich alles sehr schön. Also mit meiner eigenen damaligen Band, Häuserband, war das noch ein bisschen auf einem etwas kleineren Niveau. Wir haben viel in kleinen Clubs gespielt, sind selber mit einem kleinen Transit durch die Republik gefahren und haben selber auf und abgebaut. Das sind dann auch so Dinger, wo du abends auch tot ins Bett fällst, ne? Du hast irgendwie 3 Stunden gespielt, bist vorher 400 Kilometer gefahren, du hast deine Backline selber aus dem Auto aufgebaut, gespielt, abgebaut, dann ist es kalt, hast du noch nicht richtig was gegessen, dann fährst du ins Hotel, das Hotel ist vielleicht nicht ganz so toll, so, und am nächsten Tag geht es weiter. Da gibt es dann schon die Momente, wo man sich denkt, oh, jetzt mal wieder so eine Woche im Studio sitzen wäre auch schön, aber es gehört nun mal beides dazu. Also nur im Studio sitzen und vereinsamen ist ja, ich kenne auch viele Musiker, die damit sehr, sehr glücklich sind, die gerne auch alleine im Studio sind und auch gar niemanden sehen wollen und da ganz kreativ den ganzen Tag arbeiten. Mir reicht das nicht. Ich muss ab und zu mal raus in die Welt und diesen Moment auch, diese Aufregung, wenn du live spielst, das ist halt was anderes. Im Studio kannst du immer wieder Stopp drücken, du kannst zurückspulen, du kannst es nochmal spielen, wenn du dich verspielt hast. Aber live spielst du eben live. Du kannst nicht sagen, so, Stopp, Moment, ich habe mich verspielt, wir drehen nochmal zurück, wir fangen nochmal an. Das ist halt ein ganz anderes Arbeiten. Also man lebt wirklich noch extremer in dem Moment. Das versuche ich natürlich, wenn ich meine eigenen Sachen mache, im Studio auch herzustellen,
deswegen auch diese Improvisation. Ich versuche, diesen wirklichen Moment einzufangen. Und was live vielleicht einfacher ist, weil live lässt man sich ein bisschen treiben, man hat eine Reaktion, eine direkte Reaktion vom Publikum, die Leute reagieren, klatschen, machen mit, singen mit, freuen sich, man sieht es in den Augen. Ja. Das kriegst du ja im Studio nicht. Im Studio sitzt du wirklich alleine, aber trotzdem musst du versuchen, diesen Moment einzufangen, der vielleicht das Besondere gerade liefert. Dein Weg wirkt ja sehr geradlinig. Also in der Kindheit hast du schon angefangen, die Instrumente zu lernen und dich auszubilden. Warst du wirklich jemand, der da zielstrebig wusste, was er machen will und dann diesen Weg konsequent gegangen ist? Oder gab es da auch mal so ein paar Stolpersteine und Krisen und Zweifel zwischendurch? Naja, ich wusste schon, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich immer Musiker werden. Ich habe sehr früh schon in der Band gespielt. Ich habe sehr früh Instrumente gelernt. Und ich habe sehr früh gemerkt, das ist das, was ich machen will. Es gab damals, wir reden jetzt da von den 80ern, da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Also man konnte jetzt nicht sagen, okay, ich will Profimusiker werden. Keiner wusste, wie geht das? Was ist das? Mhm. Ne? Meine Eltern haben halt gedacht, oh Gott, der arme Junge, der will Musiker werden. Soll der nicht erstmal was Richtiges lernen, bevor der Musiker wird? Klar kann der Klavier spielen, aber muss man dann gleich Musiker werden? Es gab ja kein wirkliches Studium, was man machen konnte. Man hätte Musiklehrer studieren können oder Diplompianist. Und natürlich habe ich auch damals mich beworben bei diversen Musikhochschulen als Klavierspieler oder als Pianist. Aber mit der Aussicht, vielleicht Musiklehrer zu werden, dachte ich schon so, nee, das ist eigentlich gar nicht, das möchte ich ja gar nicht. Ich hatte damals ein bisschen Glück, in meiner Heimatstadt lebt da immer noch ein sehr, sehr fantastischer Musiker, Gitarrist und Produzent, der mit sehr vielen namhaften Musikern aus der deutschen Musikbranche zu tun hatte. Und der holte mich, als ich irgendwie 18 oder 17, ich weiß es gar nicht mehr war, holte er mich in seine Band und ich durfte dann mal ein paar Konzerte mitspielen. Und da war für mich zum ersten Mal auch klar, okay, das funktioniert. Ich kann in so einem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen. Und da dachte ich, das ist es. Ich muss irgendwie auf die Bühne und muss Musiker werden. Da hast du Blut geleckt. Da hatten deine Eltern keine Chance mehr mit dem normalen Beruf. Das heißt, du hattest dann eigentlich nicht wirklich einen Plan B, ne? Du bist da so deinen Weg gegangen und hast ja dann auch schon mit 21 mit einem Kumpel, glaube ich, eine Produktionsfirma gegründet. Ja. Das ist mit 21 schon trotzdem Hammer. Bist du ein mutiger Mensch, ja? Ja, sagen wir mal so, da kommen wir wieder zu diesem Urvertrauen. Also ich hab damals die Zeichen erkannt und habe eine Möglichkeit gesehen mit jemandem zusammen, den ich damals sehr, sehr gemocht und geschätzt habe. Das ist ein guter Freund von mir damals gewesen und auch immer noch. Wir hatten die Idee, zusammen gemeinsam diesen Weg zu gehen und haben halt Geld zusammengekratzt und uns ein Studio eingerichtet. Haben auch viel Geld aufgenommen damals und ein großes, schönes Studio gebaut und da auch versucht, dann über 10 Jahre lang mit anderen Musikern, mit Bands, mit Produktionsfirmen, mit Verlagen in Kontakt zu kommen und da Aufträge auch zu machen und auch eigene Sachen zu produzieren und auch Sachen zu verkaufen. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also das war im Prinzip so die Basisausbildung, was es heißt, wenn es um Toningenieurfähigkeiten geht oder um meine damaligen noch sehr unfertigen Produzentenkenntnisse oder mich als Musiker weiterentwickelt und eben auch diese geschäftliche Seite gelernt, dass man eben auch organisieren muss und planen muss. Und Tourneen haben wir organisiert. Wir haben damals war das ja noch, es gab ja kein Internet. Heute stellst du was ins Internet und jeder kann es sofort sehen. Früher musste man CDs drucken oder Kassetten drucken. Man musste Poster machen, man musste Flyer bauen, man musste es verschicken, zur Post bringen. Da saß man da 3 Tage, hat Sachen verschickt. Und ne, wie das eben so ist, also das war schon ein sehr, sehr mutiger Schritt, aber auch eigentlich eine ganz logische Konsequenz, weil wenn man was macht, finde ich, also war es für mich jedenfalls immer, dann will ich es auch richtig machen. Ja, dann und so ein bisschen halbe Schiene fahren, auf der einen Seite gucken, dass man irgendwas Vernünftiges lernt, auf der anderen Seite weiter Musik machen. Die Zeit ist knapp und wenn man was richtig gut machen möchte, glaube ich, muss man auch alles dran setzen und jede Minute damit verbringen, damit es funktioniert. Das finde ich jetzt einen ganz wichtigen Gedanken. Vielleicht, wenn uns der ein oder andere jetzt hier zuhört, der sich solche Fragen stellt, was würdest du da wirklich im Moment so einem jungen Musiker raten, der jetzt vielleicht gerade zuhört und überlegt, dass er dafür brennt, aber die Zeiten eben auch so schräg sind gerade? Was muss ein guter Musiker können? Ich kann vielleicht aus der Erfahrung sprechen. Ich habe viele Musiker kennengelernt, die unglaublich talentiert waren, also wirklich ganz, ganz tolle Talente am Instrument oder am Gesang oder die tolle Ideen hatten. Das ist aber leider nur eine Seite des Erfolges. Also du musst einfach auch arbeiten. Musik ist auch Arbeit. Also es nützt nichts, wenn man nur Talent hat.
diese Leute, von denen ich wirklich schon viele getroffen habe in meinem Leben, da ist in den seltensten Fällen irgendwas bei rausgekommen, weil viele einfach sich ein bisschen verlassen haben auf das Talent, was sie haben und gedacht haben, ja, das muss sich, muss, die Welt muss das ja erkennen. Nein, man muss daran arbeiten. Man muss sich hinsetzen, man muss Dinge machen, man muss Sachen aufnehmen, man muss der Welt zeigen, was man macht, was man kann. Man muss auch ein bisschen in diese Vermarktung einsteigen und das ist teilweise unbequem und das erfordert auch, dass man mal morgens eben früh aufsteht und sich ans Internet setzt und Sachen recherchiert und Leute bemustert und weißt du, dass man eben nicht nur sich ausruht auf dem, was man kann. Ja. Ich kann, glaube ich, dem Musiker, der das gerne machen möchte, nur sagen, dass es auch viel, viel Arbeit bedeutet. Also es ist nicht nur High Life und Party und immer alles super, sondern man muss auch viel mit Rückschlägen zurechtkommen. Also es gibt dann oft auch, Musik ist was sehr Persönliches, wenn ich jetzt jemand meine Musik vorspiele und der sagt, nee, das gefällt mir nicht, das ist, finde ich, doof. Da musst du erstmal mit klarkommen. Dann musst du auch erstmal sagen, okay, spielst du es jemand anderem vor und der sagt dann auch, es ist doof, dann ist vielleicht irgendwas, wo man mal drüber nachdenken muss, muss ich was anders machen. Also es ist auch, man muss sich ein dickes Fell zulegen und man muss trotzdem dranbleiben. Musik ist nichts, was über Nacht passiert. Und also Erfolg in der Musik sollte auch nicht über Nacht passieren, weil dann ist das meistens von sehr kurzer Dauer. Es ist immer schön, wenn man einen kleinen Weg nach oben beschreitet und die Schritte langsam lernt. Das stärkt die Persönlichkeit und das hilft einem auch, wenn man an einem gewissen Punkt angekommen ist, dann auch da zu bleiben. Ich habe mal diesen Spruch gehört, Erfolg über Nacht kommt nach 10 Jahren oder irgendwie so in dieser Art. Ne? Aber so ungefähr. Das, was du sagst, lässt sich ja auch super übertragen auf andere Themen im Leben, wenn ich etwas verändern oder erreichen will. Ne? Du hast vorhin auch diesen einen Mentor dann in Anführungszeichen erwähnt, der dich da gleich mit reingenommen hat, um Musik zu machen in seine Band. Hast du sonst noch so wirklich Vorbilder gehabt oder vielleicht wirklich mal einen Rat bekommen, den du nicht vergisst in deinem Leben? Mir hat einer ganz am Anfang meiner Karriere was sehr, sehr Schönes gesagt. Da habe ich eine Masterclass belegt bei einem sehr guten Pianisten. Und der sagte zu mir, er hat so einen mehreren Punkteplan und da stand halt sehr viel Technik üben und Ausbildung und Songs rausschreiben und bla bla bla. Und am Ende, als letztes auf der Liste stand, seinen eigenen Stil finden. Mhm. Und er sagte zu mir, die ganzen ersten Punkte, die kannst du noch gar nicht, aber deinen eigenen Stil hast du schon. Und das fand ich war eigentlich ein ganz, ganz tolles Kompliment, weil das ist auch das, was ich auch am häufigsten anderen Musikern mit auf den Weg gebe, versuch wirklich eine eigene Stimme zu finden. Es gibt ganz, ganz viele Musiker und Sänger, die brauchen nur 3 Takte spielen und du weißt sofort, das ist der und der. Hm. Das müssen nicht die größten, tollsten Sänger sein, aber sie haben irgendwas gefunden, oder Gitarristen oder Keyboarder, aber die haben irgendwas gefunden, wo man sagt, das kann eigentlich jetzt nur von dem sein. Aber das ist schön, das ist so nach dem Motto, also das machen, was alle machen, ist so viel wert wie Sand am Meer, ne? Also finde dein eigenes Ding. Aber was meinst du denn, wie wir das finden? Oder du bist ja wahrscheinlich gar nicht so vor Kopf dran gegangen als junger Mensch, ne? Nein, du musst dich schon sehr mit dir selber beschäftigen. Du musst dich auch sehr, sehr, sehr gründlich befragen. Also was möchte ich, wo will ich sein und wie gehe ich durch die Welt? Das sind ja fundamentale Fragen, die man sich eigentlich jeden Tag auch wieder aufs Neue stellen muss. Verändert sich ja auch, wenn man älter wird, verändern sich Dinge ja total. Also ich sehe die Welt ja heute auch anders wie als 20-Jähriger damals. Mhm. Ich habe als Kind zum Beispiel einen Klassiklehrer gehabt, der mir klassische Musik beigebracht hat. Das schätze ich auch sehr und das war auch ein ganz, ganz toller Lehrer. Der konnte aber nicht raus aus seiner Haut. Also wenn man dem die Noten weggenommen hat, konnte der eigentlich nicht mehr viel, der konnte schon irgendwie Klavier spielen, aber der konnte auch alles an Noten spielen, was man ihm hingestellt hat. Natürlich ist das ein wahnsinniges Ziel im Leben, eine solche Perfektion zu erreichen. Ich dachte mir aber immer, nee, ich möchte aber was Eigenes machen. Ich möchte lieber eine eigene Melodie entwickeln oder eine eigene Akkordfolge. Du, das ist jetzt so schön formuliert, das nehmen wir jetzt mal mit und das meißeln wir jetzt mal in Stein und geben das nochmal weiter. Findet eure eigene Melodie im Leben, ja? Können wir jetzt aufs ganze Leben beziehen. Und apropos, Matthias, was hörst du denn mal zwischendurch, wenn du doch mal schlecht drauf bist? Was gibt dir da eine gute Energie? Ganz ehrlich, ich höre gar nicht so viel Musik. Ich habe den ganzen Tag natürlich mit Musik zu tun und bin eigentlich ganz froh, wenn ich dann abends oder wann auch immer mal keine Musik höre. Kopf aus, auf ein ruhiges Wasser gucken und den Möwen zuhören und oder ich weiß nicht, oder einen schönen Waldspaziergang machen. Das sind die Sachen, wo ich mich, ne, da haben wir auch wieder was mit Stille zu tun, mit zu sich selber kommen, vielleicht auch versuchen, den,
Der Alltag ist stressig, der Alltag ist schnell, es ist alles, geht alles ruckzuck. Man muss vielleicht ab und zu mal diese Pause machen, den Schritt zurück machen, vielleicht ein bisschen mehr das Gesamte angucken, das gesamte Bild und nicht ein bisschen mal raus aus seinem Trott. Lieber Matthias, ich habe jetzt noch so einen kleinen Schnellfragebogen. Vielleicht fällt dir da immer ein Gerne. Stichwort dazu ein. Wenn ich nicht Musik mehr machen könnte, dann... Das ist eine tolle Frage. Die habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich würde mit Menschen arbeiten. Bist du ja dann als Produzent, warst du ja auch, hast du vorhin beschrieben, so ein bisschen Psychologe und Papa für alle dann, ne? Mit wem würdest du nach allem, was du schon gemacht hast, nochmal gerne auf der Bühne stehen oder im Studio? Es Also, darf auch jemand sein, der vielleicht gar nicht mehr da ist, also der vielleicht gar nicht mehr auf der Welt ist, den du gerne kennengelernt hättest. ich sag mal so, John Lord ist gestorben vor ein Ja. paar Jahren und das war schon sehr, sehr schade. Mit dem würde ich gerne noch mal auf der Bühne stehen. Deine persönliche Superkraft, wenn du das in so einen Fragebogen reinschreiben müsstest, die dir schon oft geholfen hat und die gut Ja, ist. Geduld. Wow, da beneide ich dich. Das ist ja ganz wichtig und so schwer. Und letzte Frage, wenn du König von Deutschland wärst, gerade auch im Moment mal über die Musik hinausgeschaut, was würdest du gerade gerne verändern? Glaube generell, also das jetzt mit einem Wort zu beantworten, ist sehr Ja. schwierig. Ich glaube generell, dass die Menschen, die gerade in der Verantwortung sind, keine einfache Zeit haben. Ich glaube, dass man vieles kritisieren kann, aber es ist immer leicht zu kritisieren, als Dinge besser zu machen. Und ich wünsche mir, dass vielleicht etwas mehr Weisheit einzieht und auch mal etwas mehr ältere Leute gefragt werden, die schon länger auf diesem Planeten verweilen, die vielleicht mal nicht unbedingt in der Entscheidung sind, aber die man mal um Rat fragt. Das kann auf jeden Fall helfen. Das finde ich toll, so einen Ältestenrat sozusagen, ne? Für ein Ja. bisschen mehr Bewusstsein und Weisheit auf dieser Welt. Ja. Also ich kann jetzt euch nur noch mal von ganzem Herzen das Album ans Herz legen, was am 25. Dezember jetzt rauskommt, Improvising Silence Teil 3. Also es ist auch wirklich so ein Stückchen, ich sag jetzt mal von mir, so ein Stückchen Sonne, die man mit in den Alltag reinnehmen kann, wenn man das hört. Ja, und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, Sehr, wir sehr sehen gerne. dich mit deinen Ja. Kollegen und mit den Bands dann und den Musikern auch bald wieder live auf der Bühne. Habt einen Das wäre schönen sehr, sehr schön. Jahreswechsel. Ja, Ja. danke schön. Du auch. Und verabschieden uns jetzt gemeinsam von hier aus, würde ich sagen. Ja, Alles klar. und vergesst nicht, wenn es euch mal nicht gut geht, denkt an den guten Kumpel Musik. Danke. Tschüss, Genau. Matthias. Ciao. Wow, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin total beeindruckt von diesem Menschen. Auch eben deshalb, weil er solche Erfolge einfährt und dabei so bescheiden und so geerdet bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Träume für 2021 hier mit einem Stichwort unter die Folge schreibt, wenn ihr kommentiert und natürlich auch bei der nächsten Ausgabe dabei seid. Einfach über den kostenlosen Abo-Button hier uns folgen und dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit eine gute Zeit für euch, passt auf euch auf und denkt dran, das ist zumindest das, was ich heute hier mitgenommen habe aus dieser Folge. Spielt eure eigene Melodie, macht euer Ding, macht euren Stil. Kopien gibt es da draußen genug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.